Servus Leute, wir sind wieder zurück in DC. Ja, Tag ist wieder. Stopp! Was? Dreh dich mal um. Ja. Kann über die Mauer balancieren. Du bist mein Held. So wie die kleinen Kinder das immer machen, so am Gehsteckkante und über Mauern balancieren und das so ist weiter. Manchmal richtig lustig, vor allen Dingen, wenn da eine Stufe ist, die keine 2 cm Oder hoch so, ist. oder so, weiß nicht, Zebrastreifen nur die weißen Linien berühren. Ja, aber das macht eh Spaß. Aber ja, das macht man als großes Kind dann auch noch, als Erwachsener oft. Zumindest kommt mir das teilweise so vor, wenn ich dann so gehe, dann nicht absichtlich, sondern einfach unabsichtlich, dann Aber so unbewusst. dieses irgendwie sich so ein Muster im Boden aussuchen, wenn da irgendwelche Steine sind, dann steht man nur auf bestimmte. Das habe ich auch oft. Ja. Also jetzt nicht mittlerweile immer weniger, aber als Kind eigentlich immer. So, wir werden jetzt, würde ich fast sagen, ein paar Lotter noch durchmachen. Und das machen wir in der Aufnahmesession, würde ich fast noch sagen. Blotter komplett durch und in die Nähe von Tscherno, also und die Kante. Und bei der nächsten Aufnahmesession, das wird jetzt noch so, weiß nicht, 2-3 Parts, schätze ich mal. Und dann nächste Aufnahmesession, voll Action, Server aussuchen mit 30, 40 Leuten drauf. Ja, und dann Tscherno Und Action. dann machen wir Tscherno Action. Kann man Tscherno durchgehen, wenn wir da nichts finden, gehen wir weiter nach Elektro, da rumst meistens eh mehr. Nein, ich Weil glaube, ich Tscherno weiß ja nicht, ob ich relativ nicht. aufgeteilt Ich ist. bin ja am Überlegen, ob ich nicht campen soll. Ein bisschen. Wahrscheinlich taktisch So klüger, aber das Blöde ist. Feuerwehrwache oder sowas. Irgendwo außerhalb von der In Feuerwehrwache. Elektro, in der Scher in der, also das Nein, macht man, glaube ich, besser in Elektro. nicht in der Feuerwehrwache, sondern irgendwo außerhalb. In ein Gebäude. Und die nachher Und einfach. ich setze mich oben rein als Köder. Und jeden wegsnacken einfach. Aber Nein, das. jeden wegsnacken ist auch Ja, Fahrt. Aber. Sagen wir so, alle, was gut ausgerüstet sind, die sollen man muss sich sich vor nicht allen Dingen so ein nähern. bisschen überlegen, wenn man das macht. Eventuell, klar, ich sag mal, wenn du einmal so eine Kampfsituation hast, meistens erwischt man die ja jetzt auch noch nicht direkt beim ersten Schuss, dass das sich teilweise auch mal über 1-2 Minuten hinzieht, dass die versuchen zu flüchten oder zu dir zu kommen oder so. Und deshalb würde ich fast sagen, dann könnte man sich mal eine halbe Stunde einfach ins Spiel setzen, weil ich glaube, das ist langweilig, wenn du da nur irgendwo campst. Und Nein, dann, nein, sobald campen man würde sich ich was nicht, ich weiß bewegt, nicht. kannst du anfangen aufzunehmen, so ungefähr, Ich glaube, weil das in bewegt Elektro sich läuft so eh viel rum. schnell, was halt, weiß nicht. Ich tät auch das ein bisschen anlocken, vielleicht. Ich tät irgendwo ein Feuer machen, Eine vielleicht. Fackel, ja. Und nein, tät sogar ein Lagerfeuer. Mitnehmen, weiß nicht, in der Feuerwehrwache oder sowas. Lagerfeuer anzünden. Oder oben am Turm oder Am so. geilsten wäre natürlich auch eine Fackel, die leuchtet dann natürlich auch geil. Oben am Turm könnten natürlich. Ganz oben auf dem Dach von der Feuerwehrwache. Oben hin Feuer machen. Die Leute gehen nach auf den Turm. Und unten eine Fackel rein. Unten Fackel rein oder sowas. Die Leute gehen auf den Turm rauf, wollen schauen sozusagen, ob dort noch irgendwas ist oder was dort ist. Gehen hinauf und wir liegen in einem anderen Haus und bam. Wenn sie was haben. Wenn sie nichts haben, Wir dann. sollten nicht so offen über unsere Pläne reden. Du weißt schon, dass hier teilweise auch Abonnenten Ui, da rumjagen. vorne rennt einer. Der ist voll ausgerüstet. Vorsicht. Mit grünem Rucksack, Helm. Vorne bei den Häusern direkt. Ich kann eigentlich im PvP nichts machen. Hast du den gesehen? Ich habe nur die FNX, ja, den habe ich gesehen. Der ist von Haus zu Haus gelaufen. Boah, ich Der bin. rechnet nicht mit uns, würde ich sagen. Ja, ich bleibe aber trotzdem in der Kriechhaltung. Ist der in das Haus reingelaufen? Ich glaube schon, ja. Boah, meiner kriecht urlangsam über den Boden gerade. Da kann er an dem Fuß liegen. Hast du irgendwas im Blickfeld? Wo bist denn du jetzt circa? Ich bin rechts von dir, etwa 5 Meter hinter dir, etwas versetzt. Okay, ich sehe dich. Das Problem ist ja jetzt, mich sieht man halt, vermute ich, relativ schnell. Grüner Rucksack, Helm hat er aufgehabt. So, er bin mir nicht sicher, ob er nicht M4 am Rücken gehabt hat. Da will ich Er hatte ihm. irgendwas in der Hand. Er hatte eine richtige Waffe auf jeden Ja, und am Fall. Rücken hat er auch eine Waffe Es könnte gehabt. auch eine SKS oder eine Double Rifle gewesen sein. Aber ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung er gelaufen ist. Ich würde sagen, links runter Richtung Balota. Glaubst du, dass er schon gelaufen ist? Ich hätte glaubt, der ist noch immer Der in das. Server Restart war gerade. Wohin willst du? Ja, Wenn aber der ich hätte Server glaubt, der ist in das Restart Hol war. in das Ro in Holzhaus drinnen. Ich weiß nicht, ob der da noch drin ist, aber auf jeden Fall ist der links mehr so, also mehr so die Straße Richtung Balota. Weil da habe ich mich nachher geschwind in den Busch reingehaut, weil ich nichts mehr gesehen habe. Und dann habe ich nicht gesehen, wo er genau hin ist.
Weil ich mir gedacht habe, schnell ab, nur dass man den sieht. Ich weiß gerade nicht, ob wir aufstehen sollen und rüberrennen in Richtung Balot, da durch den Wald uns jagen sollen. Und ihr den, ja, die Straße im Blickfeld. Ich könnte runter zum Meer gehen und von der Richtung auch hochschießen, dann rechnet er damit, dass unten... Ich glaube, wir werden da durch den Wald einfach, ich würde jetzt aufstehen, halt gedückte Haltung aber. Erstmal ein bisschen in den Wald rein, würde ich sagen, crouchen. Na, ich bin jetzt schon aufgestanden. Schön mit Blick nach rechts und Blick nach vorne. Komplett aufgestanden oder gecrouched? Gekniet? Ich bin jetzt gekniet, gekniete Haltung mache ich. Wir müssen halt nur immer rückwärts auch wieder schauen, dass der nicht von hinten uns nachher sieht. Ich bin gerade voll angespannt. Ja, das ist einfach dieses. Das geht so von 0 auf 100 in 0,0 Millisekunden. In der sie. Vorher haben wir noch geredet, ja, jetzt machen wir in Ruhe noch Balota und bla bla bla. Entspannt noch ein bisschen looten und dann. Ja, weißt du eh. Dann weißt du eh, ja. Und dann weißt du eh und dann weißt du gar nichts. Bin mir nicht sicher, ob der die Häuser da durchlootet oder nicht. Bist du hinter mir noch? Na, ich sehe dich nicht. Geh immer noch so, weil du nicht. Ich laufe parallel zur Straße, nur tief im Wald. Ja, ich bin auch relativ tief im Wald, sagen wir so. Aber so lange kann er da doch auch nicht brauchen. Ich glaube, der ist schon mal weitergegangen. Ich habe immer noch das Haus und ein bisschen im Blick. Das Haus kann ich gar nicht mehr sehen. So weit bin ich schon. Boah. Weil der war wirklich schon halbwegs ausgestattet. Ja, der war wahrscheinlich... Man weiß natürlich nicht, ob der Munition hat und was das genau für eine Waffe war, aber es war eine richtige Waffe mit Lauf. Bin mir nicht sicher, ob es eine M4 schwarze angefärbte SKS oder was das so irgendwas war. Ja, Mosin könnte auch sein. Mosin, ja, ja. Irgendeine schwarze angefärbte halt. Ich bin mir 80% sicher, dass es eine schwarze war. Ist die Straße bei dir schon leicht nach rechts geknickt? Die knickt jetzt gerade. Ich bin gerade, da ist ein Hügel hinauf. Ja, ja, ich bin oben auf dem Hügel so ein bisschen. Na, aber auf der anderen Seite noch, oder? Auf der linken Straßenseite. Ja, ja, aber ich sehe dich gar nicht. Ja, wo bist du denn? Bist du oben auf dem Hügel oder unten? Ich bin schon oben am Hügel. Da ist jetzt die Wiese, eine relativ große Wiese. Okay, wir treffen uns auf der Wiese. Ich renne aber schon weiter. Boah, ich habe hier eine sauschlechte Performance, glaube ich. Bei mir Standard halt so. Ich laufe jetzt gerade mitten auf die Wiese. Ja, ich bin schon draußen auf der Wiese, müsstet mich gleich sehen. Sehe ich zwar selber noch nicht. Hier in der Mitte sind ja so ein paar Sträucher, da laufe ich drumherum. Ich sehe dich nicht. Bist du so weit drinnen vielleicht? Hm? Ich bin jetzt da am Berg oben schon. Ziemlich weit. Also du läufst schon wieder durch den Wald, oder was? Na ja, gleich wieder. Ich laufe jetzt so neben dem Wald vorbei. Weil ich will eigentlich, ich will die Straße irgendwie im Blickfeld behalten. Halt, ich laufe jetzt da am Hang entlang. Gerade. Okay. Also bist du so kurz durch die Bäume, oder was? Na, ich bin einfach gerade weiter. Ich bin jetzt fast neben der Straße, wo es wieder nach links knickt das nächste Mal. Hä? Die knickt nach rechts und danach gleich wieder nach links nach einigen Metern. Und dort bin ich gerade. Da hinten kommt noch eine Straße, oder was? Na, wo bist denn? Ich bin jetzt dort, wo die Schienen daneben gleich laufen. Neben der Straße. Ach, du bist unten auf die rechte Straßenseite gegangen? Nein, eh auf der linken. Aber am Hang hier oben, da ist nachher ein Steilhang. Ah, okay. Na, da habe ich eine andere Wiese im Auge gehabt. Ich glaube, du bist noch viel weiter hinten. Ja, ja, ich bin langsamer gelaufen. Na, ich bin ja gleich volles Tempo. Ich will dir den einholen. Weil ich schätze, dass der auf der Straße entlang läuft. Ja, und dann Balota. Ich glaube, es ist gerade ein Hang hoch. Ja, da bin ich schon lange vorbei. Da oben haben wir auch mal geile Screenshots gemacht. Kannst da oben ist der, ein... Ich bin jetzt, wenn du links nachher den Hang hinaufgehen würdest, da ist ganz oben ein Turm, ein kleiner. Ich bin gerade am Hang... Aber unten noch. Weil ich bin ja nicht so weit raufgelaufen. Weil da ist es ja relativ... Da oben, wo wir die Screenshots gemacht haben, in Richtung Meer. Ja.
Da bin ich jetzt gerade, aber am Hang. Ich laufe so richtig am Schräghang. Neben der Straße. Na, ich bin oben drauf. Nein, ich bin nicht ganz oben. Waren wir zu weit drauf. Weil ich glaube, dass der irgendwo auf der Straße läuft und ich will ihn im Blick haben, wenn ich ihn wieder sehe. Halt, ich Weil bin im mit der Prä. AKM kannst du ihn aus weiter Entfernung eigentlich auch holen, ne? Ja, wenn ich das Zweibein aufklappen, fällt mir gerade ein. Deployed B-Bound. Aber ich sehe ihn halt jetzt über. Entweder man sieht ihn mir jetzt urschlecht schon von der Distanz her, vom Sehen. Aber weißt du, wenn der mit seinem grünen, der hat relativ grün angehabt, grünen Rucksack, aber Ja. ich glaube schwarze Klamotten eher. Das siehst du halt doch, auch wenn der am grünen. Ich bin ja doch jetzt, weiß nicht, 200 Meter oder 300 Meter da entfernt von der Straße. Wirst ihn schwer finden. Aber wo man auf jeden Fall finden ist unten bei Balotto. Ja, wenn er da durchschaut Weil und das der ist auf Wetter. jeden Fall dahin unterwegs. Ja. Wahrscheinlich hat er das eh vorhin durchgeschaut und dann hat er sich gedacht, okay, Server restartet, bist du gerade. Der wollte wahrscheinlich sogar zu der Base, wo wir herkommen. Ja, könnte sein. Weil das eh eigentlich alles so nah aneinander liegt, wenn man sich einmal um die Map gewöhnt hat, ne? Ja. Also 5 Meter von Spawn zu, ja, 5 Minuten von Spawn zu Spawn, so ungefähr. Ich weiß nicht, machen wir Okay. uns das, sollten wir zuerst. Bin jetzt am Leuchtturm. Ja, da bin ich schon lange vorbei. Ungefähr 3-4 Minuten Hast du die bist du Waffe in der hinter mir. Hand? Ich habe die Waffe in der Hand, ja. Aber weißt du, ich habe die komplett leichte schon halt. Ich kann trotzdem extrem lange sprinten und extrem schnell. Keine Ahnung, wieso das ist bei der AK. Entweder es ist noch ein Bug oder es ist ein Feature. Gibt eh keine Bugs, nur Features. Glaubst du, macht der Balota durch die Stadt oder rennt er gleich weiter? Wenn er schon gut equipped war, würde ich Ich glaube davon schon. ausgehen, dass Ja, er sich. wieso ist er in das eine Haus reingelaufen? Oder ist er nicht reingelaufen und wir haben uns nur einbildet? Ja, Weil der ich ist hab vielleicht was. wahrscheinlich eh dran vorbei, da hinten rum und zu den Schienen. Dann auf den Schienen gerannt. Zumindest für mich auf den Schienen immer etwas sicherer als auf Wo den. glaubst du es sinnvoller zuerst durchzuschauen? Halt, wo geht er hin? Geht er Ich würde mich aufs fast in den Airfield Tower oder? campen. Glaubst du, geht er aufs Airfield oder geht er zuerst unten? Halt ins Aus Airfield Militär. geht er definitiv. Ob er unten geht, ist so eine Frage. Würde ich sagen. Na, was würdest du Es als ist auch erstes noch ein machen? ganzes Stück bis nach Balota. Ja, das ist ein Beziehungsweise das breiter hier ist Weg. jetzt Balota, ne? Das ist die Stadt, ja. Ich bin jetzt gleich auf der Wiese vor Balota. Ich renne schon wieder den Hang hinunter. Ich bin gleich fast bei der Straße unten. Boah, jetzt hätte ich mich gerade voll geschreckt. Ich habe nämlich meinen Schatten auf einem Baum gesehen. Ich laufe oben noch an der Baumgrenze lang. Eh nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen verteilt sind. Siehst du da oben so einen Funkmast? Wo? Oben an den Bäumen. Auf dem Hang. Bei dir hinten oder was? Naja, da hinten bin ich ja schon lange nicht mehr. Nee, nee, ich bin jetzt ja auch schon am Ort Balota da, an den Häusern. Na, ich weiß es nicht, wo du bist. Ich laufe jetzt da eher, ich quer jetzt gerade die Straße. Die erste. Die, was da so seitlich vom Balota reingeht. Die fast vom Norden kommt. Da hinten ist ja auch noch Polizeiwache in dem Ort hier, ne? Ja, weiß ich nicht. Bis. Gleich am Anfang, oder? Ja, auf der Relativ. rechten Seite noch Warte, ein ich Stück. snipe da mal hinüber. Da ist ein Zombie, scheiße. Nein, der Zombie rennt auf mich zu. Ich muss schießen. Boah. Dummer Zombie. Hast du den Schuss gehört? Du bist ohne Polizeiwache, Landkarte oder warte wie? mal, Polizeiwache ist offen. Der ist reingegangen. Er ist von hinten reingegangen. Vorne ist er noch nicht raus. Ich bin mir nicht. Oben, Tür ist noch nicht offen. Ich renne hin. Also zumindest in die Umgebung. Ich werde nicht ganz offensiv sein, aber ich halte mich irgendwo bedeckt. Weil ich bin, weiß nicht, 200, 300 Meter von der Polizeiwache. Ich muss einmal Bilder aufmachen, dass ich auf 300 Meter Weil einstelle. wie viele Leute sind am Server? Ist unwahrscheinlich, dass dann jemand anderes ist. Mad Max zockt irgendwie den ganzen Abend. Ja, der hat sicher jetzt den Schuss gehört. Scheiße, schon wieder ein dummer Zombie. Ich hab den Schuss gehört. Und der nächste Zombie, na super. Ah. Ja, der hat sich hundertprozentig ausgelockt. Ich habe jetzt drei Schüsse machen müssen. Wird ja fast Sturm an deiner Stelle. Polizeistation.
Ich sehe von hier aus den Eingang. Ich kann zwar eigentlich mit meiner FNX nichts ausrichten, aber ich sehe den. Ja, ich sehe den Eingang auch, aber vorne ist offen, hinten ist vorne ist zu, hinten ist offen und oben ist auch noch zu. Siehst du mich auch? Nee, ich sitze hier im Siehst du Busch und das habe ganz. grüne Haus daneben? Links? Ich bin da kurz davor in einem Busch drinnen. Bin schon jetzt hinter der Polizeistation, halt ein Stück weiter. Ja, ich kann es mir denken, ungefähr wo du bist. Ich bin jetzt zwischen dem grünen Haus und der Polizeistation. Ich gehe jetzt fast auf die Straße schon. Und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter hier. Boah, das war spannend. Beim Weitermachen davon der Polizeistation. Bis dann. Ciao, Leute.